Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause und Stadtentwickler Alfred Fahl sprachen über neue Projekte zur Wirtschaftsförderung und Ansiedlung in und um Kaltenkirchen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen uns hier an einem ganz besonderen Ort in Kaltenkirchen, und zwar an dem Ort, an dem wir die Wirtschaft weiterhin fördern wollen, ansiedeln wollen. Ein Gewerbegebiet mit 22 Hektar netto. Das passt wunderbar in unsere Entwicklung der Stadt. Kaltenkirchen ist eine prosperierende Stadt mit 21.000 Einwohnern im Mittelzentrum, mit Versorgungsfunktion für das Umland. Und da passt der Gewerbebau besonders gut hinein, weil wir auch den hier ansässigen Bürgerinnen und Bürgern und auch weiteren Hinzuzugswilligen gerne hier Arbeitsplätze bieten wollen. Und natürlich ist es auch so, dass wir im Bereich Gewerbe das Fundament für das alles sehen, was wir uns in der Stadt an Infrastruktur leisten wollen. Die Flächen sind alle im Besitz der Stadt Kaltenkirchen, über Jahre entwickelt worden. Wir werden bis Frühjahr nächsten Jahres die Erschließung abgeschlossen haben, um dann hier insbesondere auch für größere Flächen ab 2 Hektar Größe wieder konkurrenzfähig zu sein. Wir sind in der Lage, auf den 22 Hektar, das ist für uns, meine ich, auch in der Metropolregion um Hamburg eine Besonderheit, auf Flächen größeren Querschnitts auch Unternehmen anzusiedeln. Wir erleben es eben auch in der Diskussion. Wir waren jetzt gerade auf der Expo Real, internationale Immobilienmesse in München, dass immer wieder größere zusammenhängende Flächen nachgefragt werden, die durchaus rar werden im Randgebiet Hamburg. Und das können wir anbieten in größeren Margen. Das gesamte Interview sehen Sie auf der Online-Seite vom Stadtmagazin Kaltenkirchen.